Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legacy of Kain Soul Reaver 1. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und ja, wir haben beim letzten Mal eine der sinnlosesten Glyphen aller Zeiten geholt. Und heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor. Nein. Heute geht's an einen ganz besonderen Ort, einen sehr interessanten Ort, würde ich sagen. Wir nennen so, hier müssen wir lang. Ja, der Ort ist echt sehr interessant. Ich kann und will noch nicht zu viel verraten. Ich war am Hin und Her überlegen, wo wir als nächstes hinwandern werden. Aber ich hatte mich beim letzten Mal schon entschieden. Der Ort wird sehr verwinkelt sein. Es kann durchaus sein, dass ich laufe. Ja. Das wird auf jeden Fall interessant. So. Dafür laufen wir einmal hier entlang. Denn ich hatte euch ja einmal erzählt, vor gar nicht so langer Zeit, dass ich mich jetzt Kind mal verlaufen hatte, wo ich hier gewesen bin. Und wie der Zufall so will, können wir jetzt hier lang, weil uns Wasser ja nichts mehr anhaben kann. Es ist nur wieder die... Wie war die Schwimmsteuerung? So war die... Nee, wie war sie denn? Doch, so war sie. Umgekehrte Steuerungen sind scheiße. Was? Was? Nein. Um hoch zu schwimmen, müssen wir runterschwimmen. Quasi. So. Und hier sehen wir eine große, wirklich große Festungsanlage mit einem riesigen Tor mit Menschen hier vor, beziehungsweise einer Wache. Und da wir ja die anderen Menschen nicht getötet haben, sind sie uns freundlich gesonnen. Hier kommen wir nur nicht durch, egal was wir tun. Ich muss jetzt den Menschen hier nicht töten. Da ist ebenfalls ein Tor. Ah, ich muss mal ganz kurz das nachgucken. Perfekt. Ja, ich muss jetzt hier nämlich gerade zwei Parts im Voraus aufnehmen für nächste Woche. Weil ich Montag und Dienstag nicht hier, also nicht zu Hause bin. Beziehungsweise ich bin bei mir zu Hause. Sieht aus wie so eine Blasterkanone, die sie da haben. Also es ist zumindest kein Pfeil und kein Bogen. Musik ist hier auch mal wieder sehr interessant. Wir sehen nichts. Wir sehen sie nichts. Das ist nämlich okay. Oh, Kistenrätsel. Wobei großartig gerätselt wird hier nicht. Oh, die Musik hier ist so cool. Rasi! So. Das hier brauchen wir nicht. Hin. Die Zitadelle der Menschen. Mächtige Mauern und tiefe Gräben sollten der Vampirplage Nosgoths Einhalt gebieten. Ja. Nur Rasi kommt durch. Weiß ich aber, was ich vergessen hatte. Ich wollte eigentlich noch ein Spiel im Hintergrund downloaden, was als nächstes Projekt kommen soll. Die Stadt war zwar gut gewappnet gegen Vampire, doch mit jemandem wie mir hatten ihre Architekten nicht gerechnet. Okay. Ja, ich habe gerade schon wieder irgendeine E-Mail gekriegt, von der ich nicht weiß, was sie zu bedeuten hat. Naja.
So, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Zitadelle der Menschen, beziehungsweise auch in der Stadt der Menschen. Ich werde mich hier sehr oft umsehen. Und hier unten sind ganz normale Bewohner. Und da ist eines der Tore, durch das wir nicht kamen. Und die Menschen verneigen sich hier auch vor uns. Wir sind ein Gott in ihren Augen. Warte mal. Ich will mal kurz. Ich kann mir nämlich hochklettern. Hier ist es jetzt schon wieder, dass ich nie weiß, wo ich jetzt hin muss. Immer so. Allergrößte Frage. Bin ich hier richtig? Muss ich hier irgendwo hin? Nee, muss ich nicht. Okay. Hier ist alles so verzweigt und verwinkelt. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich in dieser Stadt alles gefunden habe, was man finden kann. Raum. Hin. Vorsichtig die Türe öffnen. So. Man hört sogar Stadtgeräusche. Die höre ich aber jetzt auch das allererste Mal, seit ich das Headset habe. Die Frauen vergöttern uns. So. Wir könnten jetzt auch darunter ins Wasser springen. Ja, da unten ist immer das Wasser. Tun wir aber nicht. Ich habe schon wieder keinen blassen Schimmer, in welche Richtung ich erst muss. Also, in die beiden Richtungen geht es schon mal. Eins davon ist, glaube ich, nur irgendwo ein Teleporter. Hier geht's nirgends hin. Dann gehen wir jetzt erstens in diese Richtung. Wie gesagt, ist hier wieder so eine 50-50 Chance, wenn ich weiß, wo wir hin müssen. Hier geht auch wieder ein ganzer Part für drauf. Da oben angekommen. Okay. Manche sind halt auch nur so irreführende Wege wie das hier. Aber das Geile ist, irgendwo hier kann man tatsächlich lang. Ah, der ist auch hier wieder hoch. Kann man auf jeden Fall überall seine Glyphenenergie aufladen. Wir haben den Weg länger gemacht, als er eigentlich ist. Oh Gott, ist das das, von dem ich... Ja, ist das. Ah, ja, irgendwie müssen wir da hoch. Ich weiß, hier ist einmal so eine Wand. Ah, hier ist das. Ja. Minimal falsch gegangen.
Nur wie gesagt. So, warte. Ich hab grad was. Also, ich weiß nicht, ob da was ist, aber ich habe einen Vorsprung entdeckt. Mir vorher noch nicht aufgefallen ist. Nein! Oh, Rasi! Na ja, es ist also nur meine Schuld. So. Da drüben. Oben ist nichts. Geht ums Prinzip. Will ich einfach nur hoch. Einfach nur, weil man es kann. Auf jeden Fall ist der falsche Gang, von dem ich dachte, dass ich hin muss. Ich werde hier so nie wieder hochkommen. Kurz. Ja. Das ist dort, wo ich noch nicht hin wollte. Ich will erstmal den Teleporter finden. Es gibt hier nämlich irgendwo einen Teleporter, den will ich als erstes finden. Weil sonst müssen wir den ganzen Weg in diese Festung wieder reinkrabbeln. Da habe ich tatsächlich weniger Lust zu. Deswegen. Suchen wir kurz den Teleporter. Der kann nicht weit sein. Der kann nur im nächsten Gang sein. Bärchen. Bock dich nicht zu sehr in die Treppe. Kann wehtun. Okay, das hier ist das, was ich gesucht habe. Jetzt ist die Frage, wo ging es hier nochmal hoch? Hier ging es hoch. Hier ist auch irgendwo der Teleporter. Also nicht hier oben, sondern... So. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, in welche Richtung man hier muss, das Ganze einfacher gehen. Okay, erst Teleporter. Teleporter und dann... Kann sein, dass es da schon ist. Aber ich glaube, hier gibt es noch irgendwo was, um die Glyphenenergie zu erhöhen. Hier geht's zum Teleporter. Das ist unsere erste Rettung für das Ganze hier. So. Kann ich das Ganze auch erstmal speichern? Sicher, sicher. Und jetzt geht die Suche nach dem Obergang weiter. Ich kann mich auch täuschen und hier ist nichts weiter, aber ich will nicht zum Zufall überlassen. Irgendwo auf einer dieser Mitteldinger. Glaube ich. Nur hochkommen.
Ja. So. Hier macht man jetzt einmal die Tür auf. Es ist manchmal echt beängstigend, dass ich echt noch weiß, wo hier was weitergeht. Die Stimmen dieser Menschen ist echt im Hintergrund irgendwie cool. So. Jetzt geht's einmal hier rüber. Dächen. Die scheinen das Ding für die Glyphen zu bewachen. Was ich witzig finde, es kann aber auch nur so aussehen, es gibt Böden in Soul Reaver 2, die ähnlich aussehen. Wie so schwarzer Marmor. Ich weiß nicht, ob es das auch noch in den anderen Teilen gab. Aber das erinnert so ein bisschen an die Festung der Vampire, die wir noch sehen werden. Die wir noch reinkommen. Aber so ähnlich sieht das halt auch aus. Und ich frag mich, ob das hier vielleicht nicht doch irgendwann mal von Vampiren gebaut und von Menschen nur erobert wurde. Also ich glaube, angeblich soll es von Menschen gebaut sein, aber ich weiß es halt. So alles nur so eine Spekulation und so, wie es aussieht. Es gibt zwar vieles, was ich mit Sicherheit sagen kann, das hier ist nichts davon. So, ich glaube, das hier war die Tür zum Teleporter. Ich laufe ihn nämlich jedes Mal falsch. Yo. Das war die Tür zum Teleporter. Gut. Und jetzt? Ich hatte am Überlegen. Welchen Weg ist denn diesmal? Hier noch zwei Orte hier. Muss jetzt aber überlegen, welcher von beiden welcher ist. Hier gehen wir noch nicht hin. Wir machen es einfach noch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Aber wir haben wenigstens hier schon mal den Teleporter aktiviert. Das heißt, wenn wir falsch sind, wenn wir von dem Ort, wo wir gleich hinkommen, nicht wegkommen, können wir uns wenigstens dann teleportieren. Also, wir neu starten und dann wieder beim Älteren landen und, ne? Den ganzen Quatsch. Es ist ja alles ein bisschen komplizierter. Deswegen sage ich, dass der Part hier wird ewig lange dauern. Ich bin auch noch überlegen. Es gibt dann, glaube ich, noch zwei Orte. So. Kann auch sein, dass wir hier schon falsch sind. Ja, sind wir. Ja, wir sind hier falsch. Können hier erst später hin. Ja, später. Denn wir können hier noch nichts machen. Wir müssen hier erst das Wasser abschalten. Das heißt, wir müssen an einen anderen Ort. An den, wo ich nur nicht hin wollte. Um dann das Wasser abzuschalten und dann hier wieder herzukommen. Um dann die Kisten aufeinander zu stapeln. Oh Gott. Ich wusste nicht mehr, in welcher Reihenfolge das liegt. Ich hätte mir das vorhin näher angucken sollen. Wir müssen jetzt einfach irgendwo das Wasser abschalten. Dann kommen wir dahin. Eventuell könnt ihr euch auch denken, was wir hier für eine Glyphe
es gibt ja eine Glyphe, da habe ich aber beim letzten Mal schon gesagt, glaube ich. Was wir hier für eine Glyphe kriegen könnten. Und da hoch. Dann aus, oder? Okay. Meine Frage. Da oben kommt man nicht hoch. Ha? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht einfach nur so aus. Bis nach da hinten kommt man nicht. Okay. Ich werde aber diese Stadt nochmal in einem anderen Spiel der Reihe aufgreifen. Die Städte haben beide nichts miteinander zu tun. Sie erinnern mich nur aneinander. Da ich aber auch hier wieder nicht vorgreifen will, warten wir. Es handelt sich auf jeden Fall um den vierten Teil. Wie kann ich schon mal sagen. Leute, die Reihe kennen, wissen vielleicht auch. Was mache ich hier? Was machen wir hier eigentlich, Mana? Wir wollten ins Wasser, oder? Ne? Hatte ich da nicht irgendwas gesagt von, ich will ins Wasser? Warum gehe ich hier lang? Kann mir das mal einer verraten? Ich war so im Gedanken. Okay. Jetzt muss ich hier runter, glaube ich. Ja. Und jetzt. Und hier ist die Frage, muss ich jetzt hier lang? Nein, so. Yep. Und das Witzige hierbei ist jetzt, wir sehen hier diese Rapin. Wie kam ich jetzt hier nochmal aus dem Wasser raus? So. Hier sind diese Rapin. Wie sie also hierher kamen, weiß ich nicht. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Also jetzt sind wir hier. Hier geht ein Gang lang. Okay. Ihr seht hier schon, hier ist, wie gesagt, das mit der Glyphe, wie der Mönch hinkommt, weiß ich bis jetzt noch nicht. Okay. Hier irgendwo eine Kiste? Ja. Hier ist eine Kiste. Jetzt wäre ich da beinahe runter. Ohne die Kiste. Wir brauchen diese Kiste.
auch echt Zufall, dass wenn man die hier findet. Ich guck grad kurz, nicht, dass hier noch eine ist. Aber ich wusste, irgendwas fehlte hier. Weil wir kommen, glaube ich, so sonst nicht mehr hoch. Doch, kommen wir. Okay, wir werden wieder hochgekommen. Aber wie so ein Weg doppelt gehen, haben wir ja schon einmal getan. So. Geht das da rein? Und wir kriegen die Wasserglyphe. Yay! Noch eine sinnlose Glyphe. Wie gesagt, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich mir die ganzen Glyphen hole. Ja, ich tue das, um sie euch zu zeigen. Für gewöhnlich. Rein hypothetisch gesehen, hätten die letzten zwei Parts nicht sein müssen und wir hätten das Spiel wahrscheinlich schon durch. Na, fast. Da ich euch das hier aber nicht vorenthalten will, für alle, die das vielleicht sammeln wollen. Ja. Bitte. Da habt ihr die Wasserglyphe. Bringt bei fast keinem Gegner was. Zeigt es euch dann irgendwann mal bei den schwächeren Gegnern. Hier gehe ich jetzt auch einmal hoch. Ich überlege jetzt gerade. Das andere jetzt nochmal war. Ah, okay, hier kommen wir zu dem Lebensding. Lebensding. Und wir haben wieder mehr Leben. Razi hat neues Leben. So, und hier können wir jetzt einfach runter switchen. Wegen. Hier ist nochmal ein bisschen, in welche Richtung. Wäre ich dankbar. Ach ja, hier kommen wir her. Hier ist der ganz am Anfang. So, jetzt ist nur meine eine Frage. Wieder einmal. Denn ich weiß jetzt nicht, ob wir das Wasser auf der einen Seite abgestellt haben. Also hier müssen wir jetzt nicht mehr hin. Hier sind wir fertig. Weil an dem anderen Ort, wo wir ja nicht weiterkamen, kämen. Da gibt es, glaube ich, einen Teil zum. Für die Glyphenenergie, damit wir mehr Glyphenenergie haben. Okay, jetzt hier, ja, sind wir. Das ist jetzt die Frage. Rein theoretisch müssten wir das Wasser ablassen. Rein theoretisch. Ich weiß aber nicht, ob das ja noch so funktioniert. Wie ich mir das denke. Oder ob wir da ganz vorher noch was anderes tun mussten. Eigentlich. Aber es bringt halt nichts.
Wenn wir... So, ne? Das Wasser muss hier erstmal weg sein. Ich werde hier nochmal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht. Es kann sein, dass das hier nochmal zu einem Nebenraum führt. Werde das auf jeden Fall zum nächsten Part. Oder na, sagen wir übernächsten. Werde ich das nochmal nachgucken. Ich mir gerade unsicher bin. Weil ich dachte, das eine würde mit dem anderen zusammenhängen. Ich weiß, ich habe hier was übersehen. Ich weiß es. Gut. Ich werde aber dennoch, oder? Oder warte, ist hier hinten? Ja. Das ist, glaube ich, das, wonach ich gesucht habe. Ja! Das ist das, wonach ich gesucht habe, meine ich. Ja. Ja! Gut, dass ich da nochmal rüber geguckt habe. Das war so ein spontaner Einfall nochmal. Das größere Problem besteht ist, glaube ich, daran. Da hin. So. Da gehöre ich jetzt diese Glyphe. So. Die bringt also einfach mal gar nichts. Die betäubt den Gegner nur. Sie bringt ihn nicht mal um. Sie betäubt ihn einfach. So. Nun. Können wir das hier noch machen? Ich und irgendwo anders nachgucken. Niemals. Muss ich gar nicht. Nee. Nicht mal bei Sorry über was nachgucken. Ey. Nicht mal bei Sorry über was nachgucken. Niemals. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert... Bei null. Wie gesagt, es gibt eine einzige... ich weiß nie, ob ich wirklich alles habe. Aber das meiste... habe ich bisher gefunden. Sorry, war. Es gibt bestimmt immer noch die eine oder andere Sache, die ich nicht gefunden habe. Wenn ihr sowas wisst. Wenn irgendeiner von euch Geheimnisse noch hat. Die ich nicht weiß. Die noch nicht gefunden habe. Dann dürfte sie mir gerne reinschreiben. Ich bin da echt interessiert dran. So. Dann einmal. Aha. 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 So. Wunderbar. So, ich frag mich allen Ernstes, was das für ein Ort ist. Es sieht sehr vampirisch aus, finde ich. Wobei, wenn ich an etwas aus dem vierten Teil denke... Sieht es auch eher danach aus als nach Vampir. So. Ach, okay. Nee, hier ist ein Lebensteil noch mit drin. Das überlege ich gerade. Auf deiner Seite war nichts. Hä? Gut, das andere werde ich jetzt doch nochmal nachgucken müssen. Wenn ich fest davon ausgegangen bin. Dass hier die Dingensenergie dran war. Sehen wir kurz was wissen. Ach doch, wir kommen da so rüber.
So. Aber eigentlich ist es schwachsinnig, wenn ich jetzt hier lang gehe. Denn rein theoretisch sind wir hier ja soweit fertig. Nee. Wir sind nur... Okay, nur der eine war geschockt. Gut, ja, bei der einen Sache werde ich nochmal nachgucken, tatsächlich. Aber weil ich wissen will, ob ich in dem einen Gang mit dem Rapin was vergessen habe. Weil ich dachte, da wäre eigentlich noch was anderes. Dann, aber wenn nicht, dann haben wir hier zumindest alles. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part. Also, ciao!